Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt zur nächsten Singleplayer-Mission Hitman The Contract. Wir sind hier im Gebiet der Ion Corporation oder Ion Service und wir schauen mal kurz auf die Map. Wir sehen hier auf der Map einige Ziele und zwar hier drüben eine Sniper Rifle, da will ich auf jeden Fall erstmal hin. Explosives gibt es ja auch mit F, aber denkt daran, dass es ein Franzose das geschrieben hat, deswegen nicht wundern. Hier läuft schon mal ein Ziel durch die Gegend da drüben auch. Wir werden uns mal aufmachen und gucken, was wir hier so finden. Ich habe übrigens meinen Koffer wieder dabei, was sehr cool ist. Fette Party hier. GPS schmeißen wir wieder an. Das müsste mein erstes Ziel sein hier, ne? Hallo. Da drüben scheint auch noch einer zu sein. In dieser Menschenmasse. Kann sein, dass der Typ ist, der da rumläuft. Ich würde sagen, wir gehen mal raus hier. No entry military area. Darf ich da überhaupt rein? Ich denke nicht, dass ich da einfach so reinmarschieren kann. Okay, was machen wir als erstes, Leute? Okay, der hat das Gebiet verlassen, dann laufen wir mal hinterher. Gucken, ob ich da auch lang kann. Steht zwar No Entry, aber hey. Who gives a fuck? Folge habe ich den Koffer hier auch trage. Die Waffe auch verstecken. Ne, anscheinend nicht. Lass mal den Body hier verstecken. Die Waffe würde ich gerne behalten, aber kann ich nicht, ne? So wie es aussieht. Habe ich den in meinen Rucksack rein? Ich habe keinen Rucksack, so ein Mist, ey. Ich denke, mit der Waffe kann ich nicht rumlaufen. Okay, ich würde sagen, wir machen uns mal auf zum Sniper-Spot. Vorne ist gerade ein Ziel rumgelaufen. Der dürfte jetzt auch wieder langkommen. Kann ich rennen? Soll ich mal versuchen? Schauen, ob ich von hier oben snipern kann. Okay, komischerweise habe ich jetzt meinen Anzug verloren.
So, die Ziele, ich sehe sie nicht. So, der zweite Typ rennt da unten rechts rum. Holy shit. Okay, so ich mir es zwar nicht vorgestellt, aber gut. Bis jetzt hat es funktioniert. Ich würde sagen, wir müssen die Position mal verlagern. Und ich nehme meine normale Pistole mit dem Schalldämpfer drauf. Oh, damn it. Da bin ich wohl schnell drauf gedacht, drauf gegangen, als ich dachte, ey. Okay. Die haben mich auf jeden Fall ganz schön schnell erwischt hier, die Jungs. So, was für Möglichkeiten habe ich denn? Meine Ziele sind auf jeden Fall, die beiden Typen da zu killen. Aber ich denke, ich komme nicht drum rum, die ganzen anderen Leute auch zu töten, die da um mich rum sind. Ich glaube, die Idee war gar nicht so schlecht. Ich würde gerne mal zu diesem Electric Generator gehen und gucken, ob ich rennen kann. Ich probiere es einfach mal aus. Gucken uns mal den Generator an, diesen elektrischen hier, weil ich glaube, ich kann auch. Hat gerade schon jemand auf mich geschossen? What the fuck? Bin ich erschrocken? Ja, was? Okay, Mann, ey. Alles klar. Ja, gut. Also, ich denke mal, dass es ganz schnell hier in Kampf ausarten wird. Das wird wahrscheinlich normal sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich alles so stealth-mäßig machen muss, wie bei wie man es von Hitman gewohnt ist. Die Party Crowd. Okay, ich wurde schon entdeckt. Steht da oben. Der scheint sich auch nicht um mich zu kümmern hier, ne? Falsch gedacht. Wadamage. Okay, nochmal Leute. Okay, wir haben es verstanden. Sobald ich aus dem Gebiet rausgehe und in der Military Zone bin, ohne die richtigen Klamotten, habe ich ein Problem. Aber wie soll ich denn hier bei dieser Riesenparty die Leute umbringen? Ich glaube, ich muss ja noch ein bisschen sneaken, ne?
brauche eine Uniform. Vielleicht kriegt die von so einem Soldaten hier, der hier rumläuft. Oh, es wird schwer hier. Das ist eins meiner Ziele, glaube ich, hier, der Typ. Ah, darf ich hier schon raus? Ja, hier darf ich. Ah, wobei hier ist schon wieder Military. Wow, schicke Helikopter da hinten. Ich darf das Gebäude und kriege dann Stress hier. Scheiße. Okay, vielleicht mal das Korb runterdrehen. Damit. Gut, dass ich noch überhaupt keins meiner Ziele getötet habe, aber schon ganz viele Soldaten. Oh shit. Ich habe noch gehört, von wo die Schüsse kommen, aber nicht kann sich Kontakt zu der Person. Das ist knapp. Oh, damn it. Puh. Zurück zur Party, meine lieben Zuschauer. Bin mal sehr gespannt, wie ich das hinkriege. Der Turm, auf dem ich vorhin war, der war gar nicht verkehrt. Aber da rauskommen ist erstmal die Frage, ne? Wenn ich lauf, machen die dann Stress? Oh ja. Da jetzt werde ich sofort erschossen. Die Zivilisten rennen auch alle los. Ja, die machen mich gleich fertig, pass auf. Erschießt er mich jetzt? Voll, was geht denn ab hier mit denen, ey? 3 Millionen Zivilisten, ey. Okay, ich renne los. Suspekt, komische Activity hier. Okay, ich muss den Typen wieder abknallen. Nein, ich habe keine Munition. Ach Gott, das ist, weil ich Mission Restart gemacht habe, dammit. Da gibt es, glaube ich, einen Bug. Habe ich öfters auch schon gesehen.
Die Safe Area ist deleted, alles klar. Was dieser Typ hier macht, ist wirklich suspekt. Zum Glück merkt er nichts. Hitman-like muss ich jetzt mal kurz mein Snipergewehr auspacken. Hallo! Da. Der sieht ja nichts. Nein, nein, alles gut. Hey, das ist ganz normal. Hier passiert überhaupt nichts. Hinter dir alles easy. Genickschuss. Boah, Alter, die Zivilisten. Ist er gerade im Panzer eingestiegen, sag mal? Ach, hallo. Der Panzer fährt wirklich. Zwar ein bisschen komisch, aber fährt. Da ich erkannt den Typen, ey. Der muss hier weg. Ich hoffe, ich höre nicht abgeknallt. Na? Armer, don't fuck with me. Oh, oh, oh. Okay. Bin vom Dach gefallen. Bullshit, ey. So, weil ich jetzt gar nicht mehr rennen. Und wird wieder zugeschaut, so ein Hase, ey. No! Überlebe, Ralf, überlebe, ja, sehr gut. Was? So viel, oh Gott, so viel zum Überleben. Oh mein Gott, alles klar, ich werde mal sagen, Killed in Action, ja, das war natürlich nicht optimal. Ich werde auf jeden Fall in der nächsten Folge die Mission mal komplett neu starten, also nicht hier neu starten, sondern wirklich neu starten aus dem einfachen Grund, weil ich habe in meiner Sekundärwaffe keine Munition, das ist ein bisschen schade. Ansonsten, wenn ihr die Mission auch mal ausprobieren wollt, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und dann sehen wir uns beim zweiten Teil. Mal gucken, ob ich es dann besser mache. Danke fürs Reingucken und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.